Herzlich willkommen zurück zu Schatten ist unglaublich schlecht in einem Videospiel. Achso, du baust da gerade noch. Okay. Ach komm, ich kann in Nalhutta versuchen, Korruption zu verbreiten. Machen wir das mal. Ich bin momentan zu schlecht für alles andere. So, Entführung. Der einmalige Credit Bonus fließt in den Aufbau der Konsortiumflotte und das Wissen des Opfers. Was brauche ich dafür hier? Ach, guck mal. Ah. Okay, mögliche der Beschädigung. Versuchen wir das mal. Ich drück mich jetzt nicht davor. Schlag zu, so schnell es geht. Zieht los. Ruhm und Ehre dem Zen-Konsortium. Die Entführung des Raumhafendirektors unterbricht die Mineralientransporte zum Mond von Narashadar. Wenn dort keine Rohstoffe mehr verarbeitet werden, sinkt die Kriegsschiffproduktion unserer Feinde erheblich. Unser Verderber hat ein Angriffsziel zusammengestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Dann los. Es könnte extrem gefährlich sein, zum Standort des Raumhafendirektors vorzurücken. Sucht die gesamte Gegend nach Feinden ab, bevor ihr losschlagt. So, du bist im Bauplatz wieder, nicht? Dachte ich zumindestens. Der Gegner wurde entdeckt. Wir haben einen Bauplatz. So, achso. Baue ich meinen Geschützturm. Ja. So. Wo sind hier Gegner? Ich sehe keine. Ach, da. Kümmern wir uns hier um die Gegner so ein bisschen. So. Schaut euch mal den Schaden an, den wir machen können. So. Kümmern wir uns hier weiter um die Gegner. Und um den da. Ich bin mir gar nicht sicher. So. Huttenbehausung. Bringt regelmäßig Hutten hervor, bis es zerstört wird. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir das kaputt machen. Schaut euch mal die Hutten an. Die sind. Schaut euch die Gegner an. Die sind halt dick ohne Ende. Tun die irgendwas? Ich glaube, die greifen sogar an. Aber die kippen halt einfach um. Die haben einen Herzinfarkt. Die sind ein bisschen zu gewichtig. So, irgendwie scheint das ziemlich einfach zu sein. Bin ich gerade ganz ehrlich. Ach, guck mal, da kann ich jetzt, So, wo wird wer angegriffen? Irgendjemand jammert, dass er angegriffen wird, aber... Wohl nicht so wichtig. So, ich nutze nochmal den... ich nehme eine Heilstation. Ach so, ich habe jetzt... Warum habe ich den jetzt verloren? Ach so, weil mein Dingens nicht mehr hier in der Nähe ist. Gut, das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Wir haben einen Bauplatz erobert. Wie schaut's aus mit euch? Seid ihr irgendwie... Ja, ich glaube, so eine Heilstation ist nicht mal schlecht. Kann ich meine Truppen ein bisschen verbessern? Also wieder aufheilen. Machen wir das mal. Achso, ich habe hier höchstwahrscheinlich auch nur einen... Ja, guck mal, die werden jetzt hier geheilt. Wird mein Verderber auch geheilt? Ja. Seid ihr jetzt Full Heal? So ziemlich? Niemand scheint mehr geheilt zu werden. Dann gehen wir mal hier weiter nach vorne. Vorsichtig. So, ach, guck mal, da sind Gegner dahinter. So, da ist ein... Schildgenerator. Muss ich das Ding dafür kaputt machen? Ich hoffe mal nicht. So. Ich gehe mal dahin und schaue, ob ich das Ding kaputt machen kann von dort unten oder soll oder sonst irgendwas. Und wenn ja, dann machen wir das mal. Aber da meine Truppen nicht versuchen... Ach, da ist der Schildgenerator. Okay. Gut, das ergibt Sinn. Dann kümmern wir uns um den Schildgenerator. Bis eine... Baufläche? Nein. So. Gut, mit den Dingern ist es halt ziemlich gut sogar. Mit den Geschützdingern hier. Ziemlich einfach, den Schildgenerator kaputt zu machen. Und vermutlich auch wichtig. Gibt es hier unten rechts auch noch einen? Das ist jetzt für mich interessant zu wissen. Wenn ja, dann müssen wir dann nämlich auch nochmal runter. Okay. Ach, guck mal, das ist sogar ein unserer Einsatzziele. Das sind Speeder. Eins unserer Einsatzziele gewesen, von dem ich natürlich wusste, weil ich so ein Meister-Taktiker bin, wie wir letzte Folge gesehen haben.
So, dann heilt euch mal wieder da. Es wäre, glaube ich, ganz klug gewesen, hätte ich dich hier... Ich kann dich jetzt so nicht ändern. Schade, habe ich irgendwie gehofft. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ja, wir bezahlen euch, ja. Glaube ich. Oder wir töten euch. Ich meine, wenn wir euch töten, dann muss man euch nicht bezahlen. Das wäre auch in unserem Interesse. So, bam, 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 bam. Das Ding hält halt viel aus. Okay, ich meine, wir schicken euch jetzt nochmal runter, warum nicht? Ich habe es gebaut und werde es jetzt auch nutzen. Ich gehe nämlich davon aus, dass ich nicht irgendwie extra noch dafür bezahlen muss. Du bist irgendwie Gegner jagen. Was macht Gegner jagen? Die Karte nach feindlichen Zielen absuchen. Werden Gegner entdeckt, versucht die Einheit sie zu vernichten. Okay. Und du bist hier einfach schnell laufen und mehr Schaden anrichten. Allerdings schädigt jede Benutzung die Einheit. Ach so. Das heißt, dich bestenfalls neben einem Bagdad-Tank aktivieren. Ach, das ist der Bagdad-Tank, der so komische Geräusche macht. Oder irgendwelche Lebewesen hier. Weiß ich nicht. Eins von beiden. So, dann bewegt euch mal in die Richtung. Ich würde halt irgendwie gerne eine... Was bist du? Sprengladung mit Fernzünden. Eine Bombe, die sich an alles dranhängt. Ihr könnt sie jederzeit zünden. Das klingt gut. So, gehen wir mal hier hoch. Ich weiß nicht, was das für ein Turm ist, aber ich habe schon den anderen nicht kaputt machen können. Dann gehe ich mal davon aus, der Schildgenerator. So. Das ist ein Speeder. Muss ich mit dem irgendwas anfangen? Scheint nicht so zu sein. Bumm. Oh, das Ding macht sogar viel Schaden. Wie muss ich dich jetzt, besiegen? Oder muss ich jetzt einfach auf dich drauflaufen? Ich glaube, ich muss einfach auf dich drauflaufen und dann habe ich das gewonnen. Oh, sehr gut. War einfacher, als ich erwartet hätte. Einfacher als die Raumschlachter, bei der ich gerade so viele Probleme habe. So. Ich könnte theoretisch... Das wollte ich nicht. Nein, nein. Ich habe nur ein Bevölkerungslimit von 20. Ich konnte ja irgendwie noch ein anderes Ding drauf machen. Dann versuchen wir das nochmal. Ich möchte halt wirklich nicht nach Mandalore. Schauen wir mal. Ich könnte in Honok... Also woran erkenne ich, dass etwas meins ist? Daran, dass es so einen gelben Nebel um sich hat? Oder existiert in diesem Fall sowas wie meins und deins nicht richtig? Höchstwahrscheinlich noch nicht. Ich kann nicht korrumpieren, überhaupt nicht. Okay, dann muss ich das nochmal versuchen. Ob ich nun will oder nicht. Bestechung können wir nicht machen. Mandalore Raumschlacht steht bevor. Okay. Ja, wenn jeder seinen Teil beiträgt, kann nichts schief gehen. Das haben wir schon gesehen letztes Mal. So, was seid ihr? Lese ich mir nochmal meine Einheiten genau durch. So, Klasse Bomber. Und ihr seid Jäger. Ist ein kampfstarkes und vielseitiges Schiff. Wird dann meist nur von den sehr Wohlhabenden eingesetzt. 5 Jäger pro Geschwader. Kann. Bitte Anweisung wiederholen. Auf dem Weg. Achso, warte. Wie ging das nochmal? Mit Rechtsklick konnte ich einzelne Einheiten rauswerfen? Nee. Okay. Ich würde. Kann ich sagen, dass ihr dem folgen sollt? So, das Ding ist halt, ihr geht mal in die Richtung. So, ich bräuchte vielleicht 2 Jäger hier bei dir. Ich meine, ich habe jetzt... Gott, kannst du mal bitte ein bisschen schneller drehen? Ist ja fast so, als würdest du ein... So, das ist angreifen, bewegen, Angriffsbewegung, Wegpunkt setzen, bewachen... Stopp. Hatte ich nicht irgendwo eine Einstellung, mit der ich sagen kann, dass du dich nichts tun soll? Plasmakanone, Signal platzieren, Verstärkung anfordern. Bricht alle Bewegungsbefehle für die... Bringst sie so schnell wie möglich zum Stillstand. Befehlt den ausgewählten Einheiten, das Zielobjekt zu bewachen. Einheiten im Wachdienst verfolgen, Gegner nur ein kurzes Stück weit und kehren dann heim.
So, ich versuche dich einfach mal nämlich in dem Asteroidenfeld zu verstecken. Ne, ich meine, es ist, glaube ich, nicht unbedingt das Klügste, irgendwie ein Schiff in einem Asteroidenfeld zu verstecken, aber hey. Man tut, was man kann. Glaube ich. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für negative Effekte das Asteroidenfeld auf mich hat. Oder nicht, aber ich versuch's trotzdem mal. Achso, ich sollte vielleicht nicht... So, ich nehme mal 6 Stück davon dahin. Na, warte. So. So, und ihr... geht mal in die Richtung und wir versuchen jetzt mal, den Stein kaputt zu machen. Ne? So, zunächst einmal auf den Hangar, bitte. Ich meine, wir haben hier Bomber. So, und mit den Bombern kann ich mir gut vorstellen, dass wir keine großen Probleme haben werden. So, die sind ja dafür designt worden, dass sie irgendwas kaputt machen. So, dann den Schildgenerator. Ne? Na, man sieht schon... Ach Gott, jetzt müssen die Bomber quasi einmal rückwärts fliegen. So. So, der Schildgenerator ist fast kaputt. So. Kann ich einfach so sagen? Okay, und jetzt hier um die Turbolaserbatterien den Erschütterungsraketenwerfer kümmern. Wir müssen halt, glaube ich, 3 Punkte oder so davon kaputt machen, damit wir den großen Typen bekommen. Als Gegner. Okay, anscheinend war das nicht richtig gut. Ich würde ganz gerne die Mission dann jetzt nochmal machen, muss ich gestehen. So. Ihr schießt jetzt da aufeinander, nicht? So. Ihr kümmert euch mal darum und ihr Bomber versucht nochmal dahin zu fliegen. Ich kann es halt nur versuchen, irgendwie taktisch anzugehen. Ich glaube, dass ich im Raketen oder dass ich hier irgendwo mehr Chancen habe. Muss ich noch ein Dings zerstören? Ich meine, ich habe jetzt keine Jäger mehr. Das ist okay. So. Sehr schön. Die Massetreiber sind, glaube ich, das, was mir große Probleme bereiten. So, dann schieß mal hier drauf auf die Massetreiber, in der Hoffnung, dass ich die ganz schnell kaputt bekomme. Turbolaser, Ionenkanonen, Turbolaser, Spezialwaffe. Achso, da ist noch ein Massetreiber. Kümmern wir uns um den Massetreiber. So, du auch bitte. So, den haben wir fast kaputt. Sehr schön. Und jetzt noch die Spezialwaffe. Ich glaube, dass die Antriebe nicht ganz so wichtig sind in diesem Kampf. Ich meine, schon, ja, an Antriebe kaputt machen ist immer ganz toll, aber man kann es auch nicht haben. So, jetzt nach und nach... Nach und nach die Waffen kaputt machen. Und hoffen, dass wir unser Ziel erreichen, den kaputt zu machen insgesamt. Ich bin mir gar nicht sicher, was so das Wichtigste wäre, bei ihm kaputt zu machen. Ja, also ich meine, die Massetreiber waren, glaube ich, mit das Schlimmste. Aber ja, ne, weil Massetreiber, wenn ich das richtig verstehe, sind das quasi Sachen, die nicht auf Energie basieren. Und damit direkt unsere Hülle kaputt machen. So. Jetzt müssen meine Jäger nur noch die Ionenkanonenbatterie irgendwie kaputt bekommen. Wir haben halt keine Bomber mehr. Da sind ein paar mehr Bomber gestorben, als ich es hätte gerne haben wollen. Nicht, dass es jetzt irgendwie großartig was ändert. Sie sind tot. Aber es läuft auf jeden Fall besser als beim letzten Mal.
Gut, er hat noch einen Antrieb. Aber auch noch zwei Waffen. Wenn wir die Waffen kaputt haben, ist das besser, als wenn wir einfach nur die Antriebe kaputt machen. Da wobbelt so ein bisschen umher, ne? Als würde gerade jemand betrunken am Steuer sitzen. Der Captain der Titanic ist jetzt dran. Oh Gott, das hat gesessen, du. Das möchte ich bitte nicht nochmal sehen. So. Und dann. So, 12, 3, 1. Haben wir das kaputt und jetzt noch die letzte Turbolaser-Batterie. Mein Schildgenerator ist noch an, oder? Nee, der ist kaputt, aber mein Erschütterungsraketenwerfer ist noch da. So, der versucht sich jetzt noch immer irgendwie zu drehen. Irgendwie ist, glaube ich, das Stichwort. So, könntest du bitte... Womit schießt du? Mit Lasern, ne? Das dürfte eigentlich nicht durch meine Schilde hindurch. Stimmt, er trifft meine Schilde auch nicht richtig. Gut, aber er dreht sich jetzt auf eine angenehme Art und Weise, sodass mein Hauptschiff hier auch drauf schießen kann. So, und dann ist jetzt der Antrieb das Letzte, was bei ihm noch heile ist. Gut. Haben wir geschafft. Das ging jetzt, hat jetzt länger gedauert, als es sollte, glaube ich. So, Korruption. Und die haben wir jetzt auf 100%. Den Clanführer von Mandalore besiegt. Die weiteren Überfälle werden sie endgültig in die Knie zwingen. Schon kurz nach eurer Flucht habe ich das Artefakt aus seinem Versteck geholt. Jabba muss ein halbes Verbrecherimperium für dieses uralte Rätsel hergegeben haben. Ich wette, er wollte es dem Imperium verkaufen und dadurch seinen Reichtum verdoppeln. Selbst beim doppelten Preis hätte das Imperium viel zu wenig bezahlt. Ihr habt also herausgefunden, was es ist. Ich habe ein paar Informationen. Das Artefakt stammt noch aus der Zeit der Sith-Kriege. Es ist also rund 4000 Jahre alt. Ein so gut und so lange verstecktes Artefakt muss ein sehr wichtiges Geheimnis hüten. Wisst ihr, woher es stammt? Dem Design nach handelt es sich wahrscheinlich um ein Sith-Artefakt. Ich glaube, es könnte eine Art Datenspeicher sein. Aber es scheint auch noch einen anderen, unbekannten Zweck zu haben. Faszinierend, Uri. Wenn wir seine Geheimnisse entschlüsseln, könnten wir auf etwas wirklich Nützliches stoßen. Ich will, dass ihr weiter nachforscht, aber nicht auf Kosten unseres Wiederaufbaus. Ich will, dass Jabba, das Imperium und alle wissen, dass das Zen-Konsortium wieder da ist. Okay, okay, alles gut. Alles gut, Dude. Ich gehe davon aus... Als ich im Gefängnis saß, erzählte mir ein Zellengenosse... Der Imperator habe eine riesige Sammlung von Reichtümern, die er in geheimen Tresoren in der ganzen Galaxie versteckt. Ich konnte ihn überreden, mir etwas mehr mitzuteilen. Das könnte nur ein früherer Offizier des Imperiums wirklich wissen. Hat er erwähnt, wo diese Tresore sind? Das habe ich leider nie herausgefunden. Vielleicht war ich bei der Befragung etwas übereifrig. Aber auch wenn er die Position dieser Tresore nicht kannte, bin ich überzeugt, dass an dieser Geschichte mehr dran ist als nur ein Gerücht. Und jetzt haben wir, dank der Rebellenallianz, die perfekte Gelegenheit, das zu überprüfen. Dank der Rebellen? Truppen der Allianz haben den imperialen Todesstern vernichtet, über Yavin 4. Die meisten imperialen Kampfstationen haben Datenkapseln an Bord, die im Notfall abgeworfen werden. Vielleicht hat bei der Zerstörung des Todessterns jemand dieses Protokoll bedacht. Und wenn die Rebellen noch in der Nähe sind? Die Rebellen werden sogar ganz sicher da sein. Sie haben einen Stützpunkt auf Yavin 4 und keinen Ort, wohin sie ausweichen könnten. Das Imperium wird schon bald eine Flotte schicken, um Vergeltung zu üben. Wir müssen schnell sein, um die Datenkapseln zu finden. Es liegen noch ein paar Planeten zwischen uns und Yavin, die nicht vom Konsortium kontrolliert werden. Was soll mit denen geschehen? Korrumpiert sie, erobert sie, seid kreativ, Uri. Denkt nur daran, dass es unser Ziel ist, nach Yavin zu kommen. Einsatzlogbuch aktualisiert. Okay. Himmelherrgott, das heißt, wir müssen jetzt über dem Schlund oder Honor irgendwie dahin. Wie kommen wir zum Schlund? Achso, ich muss... gehen wir mal über Kamil... Wir könnten auch über Kossal gehen. Oder beides. Versuchen wir mal beides.
Kann ich rausscrollen? Nee, okay. Gehen wir dann über... Achso! Ich hätte nicht... Okay, das war jetzt schlecht. Nicht nach Kossel gehen müssen. Ich kann... Was brauche ich dafür? Bestechung? Achso, ich müsste ein IG-88... Ah, okay, ich habe keinen IG-88. Das ist gut zu wissen. Ich könnte... Versuchen wir es mal auch im Camino einfach nochmal. Ich finde, je mehr wir quasi uns vorbereiten können, Zeug zu bauen, desto besser ist es. Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher, ob das wirklich stimmt oder... was bräuchte ich hier? Ich bräuchte hier ein Crusader-Kanonenboot. Und zwei Bestechungen. Oder ich müsste hier, noch ein Piraterie-Dings machen. Okay, und sonst könnte ich dich nirgendwo hinschicken, ne, um Korruption zu verbreiten, ne? Hier sind keine weiteren Planeten bekannt, gut. Dann gehen wir direkt nach Yavin. bleibt uns ja nichts anderes übrig, ne? Wir haben alles versucht. Wir haben so viel getan, wie wir konnten. Kann ich theoretisch, ich bräuchte einen mobilen Raketenwerfer. Okay, das ist gut zu wissen. Geh erstmal zurück zum Schlund. Nicht, dass du jetzt mir irgendwie bitte stirbst. Mobiler Raketenwerfer. Was? Bevölkerungslimit. Ich könnte dich immer verbessern. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mir das genau bringt. Hab ich... So. MVE Company. Verderber. Sturmsöldnertruppe. Grenadier. Bist du Skyprick-Geschwader? Interceptor oder ein Tartan, Patrouillenkreuzer? Okay, warte, was brauchst du nochmal? Was willst du? Entweder mobiler, ach so, oder noch ein Sturmsöldnertrupp. Anzahl der Korruptionsansätze, die erledigt werden müssen, um die Korruption auf dieser Welt zu etablieren. Wie kriege ich einen mobilen Raketenwerfer? So, ich habe jetzt mein Bevölkerungslimit erhöht. Bist du ein mobiler Raketenwerfer? Du schaust ein bisschen nach dem auf dem Bild aus. Ja. Warum heißt du dann nicht MVE? Ja, jetzt, um eine ganz blöde Frage zu stellen. So, warum muss ich dann hier verwirrt werden? Das ist nicht nett, nicht fein. So, muss ich dich irgendwie nochmal... Kann ich dich irgendwie nochmal verändern? Je nach Seite. Hab ich jetzt gerade irgendwie was ganz falsch im Kopf? Ich kann keines der beiden Dinger machen. Dann... Auf diesem Planeten kann ich auch nichts mehr machen. Muss ich dann jetzt nach... Warte, ich versuch's nochmal in Camino. Mal schauen. Nee. Ach so, muss ich die... Warte. Ach, muss ich mich jetzt wirklich darum kümmern, dass ich die... Ich schau nochmal ins Missionsprotokoll. Bringt teilweise dann... Ach so, okay, ich bin blöd. Okay. Ich muss ihn quasi... Ah, nach Yavin bringen. Ich könnte mir aber auch einen Planeten jetzt einfach holen, ne? Okay, ich... So, wie viele... Achso, ich habe jetzt wieder meinen Einheiten... Limit erreicht, ne? Ich würde ganz... Was, du bist eine Korvette und eine Fregatte. Warte, ich muss mal ganz kurz schauen. Was hast du denn hier? So, du bist eine Korvette. Schwach gegen... Die Einheiten habe ich natürlich nicht. Achso, guck mal, da kann ich einen... wenn ich eine Tartan-Patrouille habe, dann habe ich schon mal drei hier V-Wing-Geschwader gekontert. Und dann würde ich mal das machen wollen. Schauen wir mal. Ne, du bist stark gegen... Steht hier nicht mehr drin.
Aber du wärst quasi stark gegen mein eigenes Schiff. So, dann kann ich Einheiten irgendwie verkaufen. Ach, guck mal, ich kann sie verkaufen. Okay, das ist gut zu wissen. Ach, du brauchst mehr als eins. Warte, wo steht... Ah, zwei, okay. Das ergibt Sinn. Es schmerzt mich ein bisschen, das zu tun, aber ich... Ja, alles gut. Alles gut, Druide. Alles gut. So, ich könnte doch theoretisch... So, dich auch da reinsetzen, nicht? Verbrecherfürst. Oder zählt das nicht? Ich probier's mal. Also, falls es halt schief geht, werde ich es dann mitbekommen. So, dann machen wir hier mal eine Raumschlacht wieder. Nochmal zeigen, dass ich das nicht kann. Automatischer Schaden. Infanterie erleidet aufgrund der Anemorte und des gefährlichen Gelistes mit der Zeit automatisch Schaden. Okay, das ist interessant. Schola ist ein unfruchtbarer vulkanischer Planet mit dichter Atmosphäre, der von schweren Magmaströmen durchzogen wird. Überall finden sich gewaltige Ruinen und tiefe Gletscherspalten. Doch aufgrund der unberechenbaren Atmosphäre der Erdbeben und der Lavaströme sind sie weithin unerforscht. Tiefenscans des Planeteninneren zeigen Systeme von Bergbautunneln, die fast bis zum Kern führen und stützen somit die Theorie, dass die Alien-Spezies, die hier einst existierte, sich in einer gewaltigen Katastrophe selbst vernichtete und dem Planeten zu dem machte, was er heute ist. Super. So, okay, du bist Waffenenergie stärken und alles. Ach, guck mal, das Rückzug. Ich dachte, ich könnte irgendwie nochmal Verstärkung anfordern. Was ist das? Es gibt einen finanziellen Bonus für jede vernichtete Einheit des Gegners. So, wir sehen Gegner. Sind das Raumstationen? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Ich glaube, das kommt mir gerade nur so ein bisschen vor, hoffentlich. So, ihr kümmert euch mal darum. Rum. Ah, die Bastruinen machen ja ein großartiges Geräusch. So, den haben wir kaputt gemacht. Ach, guck mal, dafür kriegen wir wirklich Credits. Dann kümmern wir uns jetzt um den da. So, machen wir da extra Schaden dran? Ist das schon alle? Nee, der hat doch noch mehr Einheiten gehabt, wenn ich mich richtig entsinne. So. Ich würde ganz gerne... Das scheint einfach nichts zu machen. Achso, da ist noch ein Minischiff. Wow, das habe ich kaum erkannt. Ja, hallo. Schön, dich zu sehen. Oder auch nicht für dich. Oh Gott. Ich glaube, den haben wir einfach vernichtet. Ach, das war's schon. Haben die nicht mehr? Okay. Wir haben auch nicht mehr eine Einheit verloren. Doch, wir haben ein bisschen was verloren. Wann haben wir die V-Wing-Geschwader kaputt gemacht? So, das heißt, wir haben den Raum erobert und... Wir haben hier auf Schola noch Bodentruppen. Okay. Gut, ich kann hier in den Dingens gehen. So... Was habe ich hier? Sumpfgleitergeschwader. Was ist hier auf dem Boden? Ist auch Sumpfgleitergeschwader. Und ihr seid leichte Kampfläufer. Ist irgendwas hier stark gegen leichte Kampfläufer? Scheint nicht so zu sein. Aber scheint auch nichts schwach dagegen zu sein. So, ich nehme mal den hier ganz kurz noch mit da rein. Ja, der kommt hier ohne Problem. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, warum was die gelben Linien hier überhaupt bedeuten. Die sagen einfach an, du kommst hier vorbei ohne große Probleme. So, dann haben wir jetzt hier den Defiler da drin. Und dann würde ich einfach mal sagen wollen, versuchen wir mal noch eine Bodenschlacht. Wobei Schola ja so ein bisschen zeitmanagementmäßig Probleme bereitet. So, wir haben jetzt gerade einen Lag. So, Lag ist vorbei und jetzt können wir die Invasion beginnen. Gut, wir haben automatischen Schaden an Infanterie. Das
Wo sind meine Truppen? Ich hab doch... Ach so. Kann ich euch nicht da reintun? So, ihr kriegt Schaden. Ah, okay. So. Ah, okay. Und hier kann ich jetzt quasi alles auf den Boden holen. So, die Sichtweite von Infanterie durch Flugsasche um 50% verringert. Den Planeten erobern, um Soforteinkünfte zu erzielen. Vernichtet alle gegnerischen Bodentruppengebäude, um zu gewinnen. Ah, okay. Ich kann immer nur eine Sache holen. Okay, das ist gut zu wissen. Und ziemlich unglücklich. Weil das ist nämlich nicht das, was ich mir gewünscht habe. So. Bewegt euch mal. So, und dann gehen wir hier entlang. Hier ist nämlich nochmal ein Stützpunkt. Ding. So, okay. Ist natürlich unglücklich, dass die Infanterie lauter Schaden bekommt. Aber damit können wir, glaube ich, umgehen. Wenn nicht, verlieren wir halt ein bisschen Infanterie. So, ich gehe davon aus, dass da oben rechts ein Gegner sein wird. Ja, haltet den Mund mit Bezahlung. Ich bin ein Student. Ich habe doch kein Geld. So. Kümmern wir uns um die mal. Bam, bam, bam. Das geht sogar ziemlich gut. Bin ich erstaunt. Warum wartest du so schnell? So, kümmern wir uns darum. Meine Infanterie ist gleich tot. Das ist natürlich unglücklich, aber leider die Wahrheit. So, holt euch mal den Punkt. So, geht mal hier hin. Kann ich hier einen Bagdad-Tank bauen? Bombardement verfügbar, sehr schön. So. Geht mal schnell da rein, bevor ihr drauf geht. Achso, ich... verstehe ich das jetzt richtig? Können die Einheiten nichts einnehmen? Achso, keine Verstärkung mehr. Wie, keine Verstärkung mehr? Ich sehe die doch. Halt euch jetzt gegen? Ja, ne? Ja. So, was sind das hier für ein Sternding überhaupt? Ich erkenne das gerade gar nicht. Muss ich das irgendwie kaputt machen? War das wichtig? So, du bist ziemlich frisch, mein Freund. Dann geh da mal hin. Der Bagdad-Tank lohnt sich halt wirklich. Ja, okay. Das können nur die Leute einnehmen. Das ist gut zu wissen. So, dann... Ach so. Ich hätte es reinziehen müssen. Okay, das hätte ich ahnen müssen. So, dann hole ich mir mal Verstärkung, wie ich nur kann. So, ihr seid ja ganz gut. Ach, das ist auch nochmal ein Bauding. Glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So. Habe ich das irgendwie eingenommen jetzt schon? Feuert Vielport mit recht großer Reichweite ab und massive Hochgeschwindigkeitsprojektile gegen die Schutzschilde völlig nutzlos und... So. Ach guck mal, den hast du jetzt automatisch eingenommen. Du gehst aber bitte mal hier nach unten hin. So. Ihr geht da lang und dann nehmen wir euch... So, kümmert euch mal darum. Okay, die haben da einen Grenadier. Das finde ich nicht nett. So. Wie viele Einheiten sind hier noch? Wie viele gegnerische? So viele dürften ja gar nicht mehr existieren. Ich hätte ganz gerne eine Information dazu. Achso, von da rechts kommt gerade was. Dann glaube ich, dass da hier rechts weitere Einheiten sein werden. So, kümmert euch mal weiter darum. Los, hopp. Ah, okay, ich sehe die Gegner, glaube ich. So, Einsätze zurückziehen. Ach, guck mal, ich kann die quasi besser nutzen oder so. So, ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt... Oh, wow, den habe ich jetzt einfach auf meine Seite gezogen. Mach das hier bitte schnell kaputt. War das noch nicht alles? Nee? Okay.
Achso. Ich mache da gerade rechts was kaputt. Du bist ein Sensorknoten und du bist eine Reparationsstation. So, was ist denn das jetzt hier noch? Vulkanische Flugasche. Achso. So. Ihr geht mal hier runter zum Bagdad-Tank, mein Freund. Hier werden jetzt meine meine Bodeneinheiten repariert. So. Ihr könnt auch darauf schießen. So ist nicht. Achso, ich merke gerade schon, dass ich hier auch einfach einen Bagdad-Tank hätte hinsetzen können. So, kümmert euch mal. Ups, kann ich treffen. Die sind so schnell, ich krieg die voll nicht getroffen. So. Und kaputt gemacht. Und dann machen wir weiter damit. Ah, das ist eine Befehlszentrale, okay. So. Und dann weiter hier draufhauen. Hopp. Uruhai ist ganz... Uruhai nenne ich ihn schon. Genau, Urukai. Sehr gut. Uruhai ist gar nicht mal so schlecht. So, ich kann... Achso, Sensorverzerrer? Ja, ein großer Käfig mit Gefangenen zu blockieren, die macht in einem weiteren Umkreis um den Käfig. Raketenturm. So. Kümmern wir uns mal hier drum und um die. So. Weitermachen. So. Die müssen doch hier irgendwann keine Leute mehr haben, oder? Oder ist die höchstwahrscheinlich. Wir haben da unten ja noch einen Kontrollpunkt. Höchstwahrscheinlich ist der noch von den Gegnern besetzt. So, ich kann. Kann ich euch jetzt wieder mitnehmen? Nee, ne? Das war natürlich sehr smart von mir. So. Ich krieg da. Was bist denn du? Du bist nicht meiner, ne? Achso, ich sehe jetzt quasi den kompletten Gegner noch. Okay. Das ist gut zu wissen. So, dann bauen wir hier nochmal einen Bagdad-Tank. So. Ihr geht mal in die Richtung. Kann ich mit dir jetzt hier schon drauf schießen? Es scheint so. Also, könnt ihr darauf schießen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. So ein bisschen schaut es danach aus. So, da sind noch weitere Gegner, wenn ich das richtig interpretiere. Bist du eine verlassene Mine? Okay. Ihr wollt etwas? Seid ihr jetzt alle repariert? Ja. Dann einmal hier runter und dann nehmen wir den letzten Punkt ein. Ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr allzu lange jetzt in diesem Level hängen werden. Da ist noch ein Bauplatz, das ist ganz gut zu wissen. Das Ding macht gar nichts mehr. Machen die jetzt alle gar nichts mehr? Weil ich das Einsatzgebäude kaputt gemacht habe? Das will ich irgendwie nicht glauben. Ja, wir haben einen Bauplatz erobert. Ich weiß, ich bin toll. Ich bin vielleicht doch nicht so toll. Ich habe ihn wieder verloren. Verdammt. So, ja, die sind dann noch mal... Okay, von da unten links kommen jetzt noch mal Gegner. Okay, die haben jetzt nicht einfach aufgehört, irgendwie Zeug zu tun. Haben wir das geklärt? Unglücklicherweise. So, was ist denn das hier? Das ist auch eine verlassene Mine. Okay. Jo, aber dann haben wir gleich Schola eingenommen. Ich bin mir halt echt nicht sicher, ob das irgendwie irgendeine Signifikanz für uns hat. Oder ob das jetzt einfach nur... sich gut anfühlen für uns ist. So, wir machen einfach die restlichen Türme hier weg, damit wir nicht davon angenervt werden, wie Hulle. So, ich würde zuerst den rechts, du bist nämlich, was bist du? Ein Schnellfeuerlaserturm. Und du bist halt ein Torpedo-Ding, ein Erschütterungsgranatwerfer, sage ich doch, Torpedo-Ding. Und das macht ein bisschen mehr Schaden an meinen umherdüdelnden. So, und du, mein Freund, nimmst mal den Punkt ein. Ich gehe davon aus, dass wir nur noch das hier links dann holen müssen und dann kriegen wir schon alles. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Haben wir dann gewonnen? So. Wir haben eine Landezone gesichert. Das gefällt mir doch. Das hört sich gut an.
Achso, jetzt muss ich noch die restlichen Gegner besiegen. Die kommen jetzt gerade auf mich zu, ne? Richtig, so. Und ihr kommt mal in die Richtung. Du bist ja hier. So. Und bumm. Machen wir dich kaputt. Okay, das war's schon. Das waren schon alle gegnerische Bodentruppen. Naja, schon, ist gut. Ich glaube, das hat jetzt 10 Minuten gedauert, dieser Bodenkampf. Wir haben nichts verloren. Das ist doch gut. So, achso, jetzt haben wir komplette Kontrolle über den Planeten. Einkommen des Planetens. 53. Ich würde hier eine... Ne, wir haben... Wir, also, was wir machen können, ist... Dingens bauen. Genau. Wir können Raumproduktion oder Raumstationen bauen. Die haben wir jetzt hier gerade gar nicht gesehen. Die ist aber gar nicht mal so schlecht. So. Ich kümmere mich hier mal komplett darum, dass wir ein bisschen was aufbauen. So, auch an Truppen, ne, dass wir eine Kaserne haben können. Dann. Ups, jetzt habe ich. Es gibt auch eine Battlecam, Trademark. Ja, so. Ne, mit jeder weiteren Stufe der Raumstation können wir quasi bessere Schiffe bauen. Und, so, jetzt haben wir hier drauf einen Konsortiumspalast. Das Zentrum von Tybersans findet zum Interesse auf einem Planeten. Der Palast generiert Credits und ermöglicht die Produktion von Sondereinheiten auf bestimmten Welten. Liefert Energie für Stützungsgebäude und Radar. Ne, wir haben gerade nur 53 bekommen. Und jetzt kriegen wir halt nochmal extra Geld. Und jetzt mit der Söldnerkaserne hier können wir nochmal ein bisschen mehr Einheiten bauen. Aber ich glaube, wir haben doch irgendwas verloren, oder? Ich meine, sie behaupten, wir hätten nichts verloren, aber ich glaube schon. Ich kann aber keine Sumpfgleitergeschwader bauen, merke ich gerade. So, ich mache einfach nochmal zwei davon. Ich baue dich nochmal aus. Ich möchte noch einen Tartan-Patrouillenkreuzer und, so. Wir bauen einfach unsere Armee aus. So, ich weiß nicht, ob ich Nalhutta irgendwie auch einnehmen möchte. Ich könnte Mandalore eigentlich noch einnehmen. So. Das scheint mir halt... Ja, ich glaube, wir werden Mandalore einnehmen als nächstes. So. Hast du auch irgendwie ein besonderes Schiff? Was kann ich eigentlich da einsetzen? Kann ich da irgendwie... Geschwader einsetzen? Ich weiß nicht, wofür die Punkte hier sind. Bin ich ganz ehrlich. So, und die... Ja gut, dafür haben wir nicht mehr genug Geld. So, dann warten wir jetzt noch ab, dass wir hier immer alles fertig gebaut haben. So, jetzt hätten wir dafür genug Geld. Schaut euch mal diesen Doomstack an, den wir damit jetzt langsam befehligen hier. Das gefällt mir doch. So, und dann würde ich... Also, ich schaue gerade auf die Zeit. Ich wollte für dieses Projekt auch wieder so circa eine halbe Stunde oder so haben. Was? Interceptor 4. Das wäre die hier, ne? So. Würde ich mir nochmal einen Interceptor bauen wollen? Ja, komm. Einheit wird produziert. Kann ich die übereinander stapeln? Nee. Achso, ich kann aber hier einmal alles ordentlich machen. Schön. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann ich mit dem Verderber... Ich ziehe den Verderber hier mal, wieder rein. So, ich kann hier nirgendwo Korruption machen, ne? Nee. So, Interceptor 4 hat sich jetzt fertig gebaut. Das Schöne ist, wir können jetzt quasi auf Ryloth und Shola gleichzeitig Truppen bauen. Ich würde hier ganz gerne auch nochmal die Raumstation auf Stufe 4 machen. So, hier größere Raumstationen, die meisten Angriffen standhalten kann. Garnison, Star Viper, Skyprayer, Sturmschiff, Crusader und Interceptor 4. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sind das dann die Schiffe, die da drin sind? Also, wie man merkt, ich bin mir ziemlich unsicher mit dem meisten Zeug. Also, wenn ihr da eine Ahnung habt, sagt mir ruhig Bescheid. Ach, guck mal, das sind dann hier die, was die Gegner haben. Hutten, Befehlzentrale. Ja, wir werden dann beim nächsten Mal Mandalore holen, weil der Boden scheint da so ziemlich komplett unbeeindruckt zu sein. Guck mal, wir kriegen 1000 pro Tag.
sogar. Nachdem wir Mandalore geholt haben, gehen wir über Nalhutta nach Ongr. Und dann können wir über den Schlund nach Yavin 4. Ich gehe nämlich davon aus, dass ich, wenn ich ihn versuchen würde, dadurch, dass wir von Hangre nach dem Schlund keine Verbindung haben, würde ich abgefangen werden von dem Imperium. Und statt mir da irgendwie einen Tag von vermiesen zu lassen, will ich einfach mal mehr und mehr meine Reichweite ausbauen. So, wie man sieht, so groß ist die Galaxiskarte auch gar nicht an sich. Persönlich finde ich das mit den Raumschlachten ist auch noch immer das Beste. wenn ich jetzt mal das sagen darf. Gut, hier könnte ich auch noch eine Kaserne bauen. Ich glaube, mit einer Kaserne ist es mehr als genug. Wir haben hier noch andere Gebäudepositionen, die momentan leer sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich klug ist, wenn ich alle meine Bodentruppen an einer Stelle habe. Ich schieb euch mal da zurück. Und dich kann ich ruhig auf Schule auf den Boden. Dich muss ich in den Raum ziehen und... Was musste ich nochmal für Camino machen? Also für den Kartoffel hier oben musste ich IG-88 haben. Konstruktion abgeschlossen. Und hierfür muss ich entweder zwei Korruptionseinsätze machen oder Piraterie nochmal in einem taktischen Raum machen. Und ich bräuchte ein Crusader-Kanonenboot. Ach du Heilige. Okay, aber ich besitze nichts davon. Camino hat auch keinen irgendwie ne, auf dem Boden nichts. Aber die haben hier... Ach guck mal, wir können jetzt sehen. Das finde ich ganz gut. Hier Stützpunkte. Auf Mandalore müsste eigentlich auch noch ein Stützpunkt sein. Genau, hier Asturien, Stützpunkt der Piraten. Raumstation mittlere Größe, die normalen Angriffen standhalten kann. Dann sehen wir auch in der nächsten Folge eine Raumstation. Wie schaut sie auf Honch aus? Ist eine Raumstation der zweiten Stufe. Gut, ich habe genug geredet. Hab jetzt auch ziemlich lange gedauert. Wir haben da einen Doomstack, ne, auf Schola zusammengestellt. Das ist cool. Und auch ordentlich was an Damage. Achso, wir sehen hier übrigens Credits, wie viel wir bekommen. Müssen wir für Einheiten was ausgeben? Das würde nur Sinn ergeben. Gut. Was wollte ich sagen? Ich glaube, ich wollte mich verabschieden. Ich bedanke mich dann recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Star Wars Empire at War Forces of Corruption. Das ist halt wirklich lang, Leute. Ihr müsstet wissen, wie ich die Datei abkürze. Das ist SWEAWFOC. Das sind 8 Buchstaben, die ich dafür verwende, um die Folgen zu bezeichnen. Nun gut, man sieht sich.